Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. So, auf Kila, wir sind dem Voodoo-Piraten beigetreten, sehen doch gar nicht mal so schlecht aus, wie ich dachte. Und jetzt verkaufen wir erstmal. Stoßklingen brauchen wir nicht, Streitkolben, Stachelkeule von wegen, Zepter der Ahnen, das behalten wir mal noch. Kriegshammer, obwohl, war der stark? 14 bis 95. Den behalte ich mal noch, den gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Den schon ziemlich gerne sehen. Habe ich überhaupt alles dabei dafür? Und Diamanten habe ich nicht. Weg damit. Seelenfänge, mächtige Voodoo-Ritual machen die Knochen unzerbrechlich. What? Behalten wir Weltenspalte, behalten wir auf jeden Fall. Hut, die Mäntel, die Hosen, die Stiefel, goldener Ohrring. Einen davon können wir wegpacken. Diebes Amulett. Eidamulett. Eidstein, meine ich. Eidstein. Funkelnde Kette. Jadanhänger. Den brauchen wir sowieso nicht. Nebel. Stein. Taschendiebstahl. Plus 10. Na gut, das hat der auch drin. Ansonsten hat er nichts weiter drin. Weltenstein. Nicht doll. Brauchen wir auch nicht. Nee. Ein Piratenring, Schwerter, Silberzunge, Hiebwaffe. Nein, nein. Kalist. Musketen, einschüchtern, kugelsicher. Dann können wir den Eidstein auch wegpacken, inklusive der funkelnden Kette. Ja, wir machen wieder unheimlich viel Geld. Magie, Kristall, Fackel brauchen wir nicht. Heilung brauchen wir nicht. Rost brauchen wir nicht. Behalten wir mal Runde der Stärke, gibt mir zusätzlich Kraft und Macht zu einem besseren Kämpfer. Ach, scheiß drauf. Ah, nee, das lasst. Ich denke mal, das lassen wir erst drin. Die Kommandantie-Tursa. Wir haben eine Runde davon, das können wir jetzt ruhig weghauen. Tursa kriegen wir auch sowieso. Sonst können wir erstmal alles wegmachen. Benutzbares Fackeln. Lassen wir drin. Fusiblockbare mehr Schmerztöter. Keine Schmerzen. Cool sich. What? Sollten wir vielleicht auch mal anwenden. Schnaps der Magie. Schnaps der Schatten. Schnaps des Abenteurers. Schnaps des Blutes. Bild des Todes 9. Kostet 100. Goldklee. Baumwürger. Einflussgeist. Diebes. Heldenkraut. Jägerwurzel. Gut, das Grünzeug will ich jetzt nicht alles weghauen. Aber das können wir wegkauen. Schrot auf jeden Fall. Die Kugeln behalten wir mal. Schattenwaffen. Ja, schön. Silbererz, Silberteller packen wir auch mal weg. Schatullen, Karaffen, Affenstatue, Astrolabium, Jagdhörner, Kerzenhalter. Was haben wir denn für einen ganzen Scheiß dabei? Goldtämmer, goldenes Scepter. Zwei Kronen. Schwarze Perlen, lass ich mal. Rubin, ein sehr seltener Stein ohne großen Nutzen, außer man möchte ihn verkaufen. Magischer Kristall, ja, das lasse ich mal noch drin. Knochen. Federn. Zunge. Zähne. Ohr. Spinnbein. Sichel. Krallen. Das geht leichter. Nein! Lass uns handeln. Nein, jetzt muss ich alles wieder normal machen. Plünder. Auge. Mist, so leicht ging das doch nicht. Leuchtkugeln. Tatzen. Hörner. Säuredrüsen. Kohlemherzen. Nee, die lassen wir noch drin. Grünes Herz. Ja, okay, das lassen wir auch drin. Äffchenschädel können wir weghauen. Jaguarfell, Luchsfell, Pantherfell. Schattensepter, die ist so schwer für mich. Die können wir auch gleich verkauen, ne? Auftrag, letzte Worte, Mixnotizen. Das ist ein Nekromant. Tut mir leid, ich muss jetzt mal ganz kurz. Ah.
Das wird dann eine Special-Folge, wo ich dann einfach nur den Scheiß da vorlese. Schon da verkaufen, ne? Ach du meine Güte, so Zucker haben wir auch noch. Rohstahl. Pff. Rezepte Fusel, Grog. Ja, die Rezepte lassen wir mal auch alle drin. Merkwürdiger Topf, der sieht aus, als wäre er mit Diamanten besetzt. Schaufel lassen wir auf jeden Fall drin. Eine Spitzhacke brauchen wir auch noch. Den Dietrich auf jeden Fall. Schädeln. Schädeln, ja genau. Tut mir leid, es ist jetzt ein bisschen langweilig, glaube ich euch gern. Durch das ganze Verkaufen, schreibe ich, da brauche ich nicht Meißel. Zum Jade schnitzen. Wir werden ja merken, wenn wir was brauchen, haben wir, nehmen bleibe ich mal erstmal hier, Kochlöffel, Fernröhrchen, die Goldpfanne. Schmiedehammer, dann können wir die normalen Hammer weghauen. Ja, erstmal aufgeräumt. Ganz in Ruhe. Jetzt schauen wir mal weiter. Ach ja, siehst du. Seht ihr, meine ich, seht ihr. Wir müssen ja neu ausrüsten. Was haben wir denn hier als Hand des Diebes? Gucken wir erstmal. Schleichender Tod. Papageienflug machen wir erstmal wieder auf 0. Pestwolke. Machen wir mal so auf 2. Das schafft eine giftige Wolke. Ja, okay, das ist gut. Schleichender Tod. 3. Machen wir mal kurz 4. Das machen wir mal bei unseren Diebesfähigkeiten. 8. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt kurz mal Fusel machen wir dann. 5, 6. Ja. So müsste es passen. Ich würde ja gerne mal unsere neuen Fähigkeiten ausprobieren. Aber ich fürchte, ich komme nicht wirklich drauf. Oder ich wüsste nicht, wie man das machen könnte. Wer wäre denn so doof und würde sich von mir verkloppen lassen? Hey, Bahiata. Lass uns. Was hast du noch hier so? Naja. Seelenflechte, Trank der Magie, Trank des Rituals. Mhm. Okay, gut von mir aus. Hm, okay, die konnten uns nichts beibringen. Mal gucken, was unser werter Kollege, keine Ahnung, dazu sagt. Hier unser Tonka-Captain. Wir sind nun einer von euch. Ich bin Piratos Longius. Hallo, Makoto. Yalla yalla, oder Makoto wird böse. Gut, du willst nicht mit uns reden. Da ist noch eine Truhe. Gut, ich bleib hier. Waren wir eigentlich schon immer in roter Papagei? Und leere Truhe. Nein, das war nicht so geplant. Kann ich eigentlich reisen, ne? Dann müssen wir wieder hoch. Toll. Schlau, 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 schlau. Dann sind wir ja wieder so weit, dass wir wieder Nebenaufgaben erledigen können. Unheimlich interessant, weiß ich. Camille, ich bin jetzt Voodoo-Pirat. Ich bin jetzt ein Voodoo-Pirat. So, bist du das, Kucho? Ich hoffe, du verstehst jetzt, dass unsere Hike uns heilig sind. Die Weisheit der Hike bildet die Grundlage eurer Gemeinschaft. Ja, die Weisheit der Hike bildet die Grundlage eurer Gemeinschaft. Chi, selbst wenn wir nicht mehr sind, wird ihr Wissen die Zeit überdauern. Aber Kamien möchte keine Lehrstunde abhalten. Etwas anderes beschäftigt seinen Geist. Was beschäftigt dich zurzeit?
Nun, vor vielen Sommern waren schon einmal Guchos auf Killa. Und? Sie taten das, was Guchos am besten können. Stehlen. Bin ich auch in den Augen ein Dieb? Bin auch ich in deinen Augen ein Dieb? Kamil wollte dich nicht beleidigen. Hoshi, der Killa. Nimm dieses Kipawa als Entschuldigung. Was wurde euch gestohlen? Ein Idol, das schon lange im Besitz der Killa war. Doch der Dieb war nicht lange glücklich. Unsere Tufas spürten ihn auf und er wurde geopfert. Und nun wissen wir nicht, wo er das Idol versteckt hat. Ihr hättet ihn vorher nach dem Idol fragen sollen. Chi, doch seine Tat duldete keinen Aufschub. Wir mussten ihn bestrafen. Wir könnten bei dieser Sache deine Hilfe gebrauchen, Hoshi. Es würde Kamil freuen, wenn du dich ihrer annimmst. Na klar. Ich werde euer Idol finden und zurückbringen. Davonga, Hoshi. Meine besten Wünsche begleiten dich auf dieser Suche. Vielleicht schaffst du, was uns verwehrt geblieben ist. Vertraut mir, ich mach das schon. Vertrau mir, ich mach das schon. Chi, das wirst du. Am besten beginnst du deine Suche am Strand bei den anderen Guchos. Welche Piraten soll ich nach dem Idol fragen? Leider weiß Kamil die Antwort auf diese Frage nicht. Du wirst prüfen müssen, welcher Gucho dir antworten wird. Schön, schön, schön. Also wieder Rätsel. So, jetzt reisen wir nochmal zu dem Typen hin. Als Voodoo-Piraten, haha. Ja, böser Papagei. Die Mauer dort, sie spricht. Ich höre es ganz genau. Was erzählt sie dir denn? Keine Ahnung. Es ist ziemlich schwierig, Steinen beim Flüstern zuzuhören. Alter Bones, jetzt reicht's aber, ne? Kein Rum mehr für dich. Kann ich von dir etwas lernen? Da bin ich mir sicher, Gucho. Stell deine Fragen. Ich möchte besser gegen Spinnen kämpfen können. Chi, Gucho. Eine weise Frage in diesen Zeiten. Spinnen sind sehr empfindlich an ihren Augen. Sieh dir deinen Feind genau an, Gucho. Du wirst sehen, dass er viele Augen besitzt. Nimm sie ihm und er wird ein wesentlich leichterer Gegner für dich sein. Aber sei vorsichtig. Nicht jede Spinne ist bösartig. Doch, alle Spinnen sind bösartig. Ich werde sie alle umbringen. Allesamt. Na, gucken wir mal. Logbuch. Kila haben wir neue Quests bekommen. Den Fall der verschollene Schatz. Ja. Auf der Karte markieren. Oh Gott, nein, oder? Logbuch. Werde Voodoo-Meister. Kontrollverlust. Was habe ich denn da noch? Da, gucken wir mal. Gucken, 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 gucken. Gucken. Mhm. Okay, gut. Fangen wir einfach da an. Das passt schon. So. Hey, Colby. Ich suche ein Idol der Eingeborenen, das der Vorbesitzer vor seinem Tod versteckt hat. Hey, pass auf, was du da rumposaunst. Wenn die Jungs hier einen Schatz wittern, fegen die Wiener Affenherde über die Insel. Also halt besser die Klappe oder behalt's für dich. Um das Idol zu finden, brauche ich aber jemanden, der sich hier auskennt. Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich schätze aber, ich kenne jemanden, der dir weiterhelfen kann. Am besten fühlst du Buddyman auf den Zahn. Er ist nämlich gar nicht so blöd, wie er aussieht. Hat immer den richtigen Riecher, wenn es um was Wertvolles geht. Ich wette, der weiß, wo es was zu holen gibt. Interessant. So, aber wer ist denn hier markiert? Oh, unser guter alter Kollege. Red, glaube ich, hieß er. Hey! Du bist doch schon öfters bei den Eingeborenen gewesen, oder? Du hast doch bestimmt einen guten Draht zu denen. Wieso willst du das wissen? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Wenn du allerdings gut mit ihnen kannst, dann hätte ich einen sehr lohnenswerten Job für dich. Was hältst du von 5000 Goldstücken? Wow, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Kein Haken. Bei dem Geschäft springt eine Menge raus. Und einen Teil davon bekommst du. Also,
Kommst du jetzt mit den Eingeborenen klar oder nicht? Ich bin quasi einer von ihnen. Ist das so? Interessant. Warte, ich hab hier etwas für dich. Oh, wie ich sehe, seid ihr wieder wohlauf und hoffentlich genesen. Ihr müsst wissen, ich war doch etwas besorgt um euren Zustand. Als man euch zu mir brachte, seid ihr in einer denkbar schlechten Verfassung gewesen. Wovon redest du? Wovon redest du? Ihr halluziniert doch nicht etwa, oder? Wartet, wenn ihr die Hosen runterlassen würdet, könnte ich eure Temperatur messen. Vergiss es. Ich sehe schon, Undank ist der Welten Lohn. Aber vielleicht mag ich euch dennoch zu Diensten sein. Sagt, was ist das Letzte, an das ihr euch erinnern könnt? Ich hatte Gespräch mit einem Piraten. Ich hatte ein Gespräch mit einem der Piraten. Verzeiht, aber da seid ihr wohl ein wenig mit Schuld an der Misere. Ihr bestätigt geradezu meine These. Es ist der Gesundheit unzuträglich, sich zu viel mit diesen Halunken abzugeben. Komm endlich zum Punkt. Wie ungestüm ihr seid. Nun denn, alles, was ich weiß, ist, dass ihr euch nach dem Weg zu den Eingeborenen erkundigt habt. Was ich ausgesprochen seltsam fand, da ich dachte, ihr wärt schon einmal dort gewesen. Ich denke, ihr solltet dort eure Suche fortsetzen. Wie kann es sein, dass ich so viel vergessen habe? So etwas kann durch eine Vielzahl Ereignisse hervorgerufen werden. Möglicherweise durch einen starken Schlag auf den Kopf. Ich könnte euch zum Beispiel unser ganzes Gespräch wieder vergessen lassen. Nein. Vergiss, dass ich gefragt habe. Hätte mir denken können, dass ihr an solch wissenschaftlichen Errungenschaften nicht interessiert seid. Es gibt ja nur einen Schlag auf den Kopf. Denkst du, jemand im Piratenlager kann mir bei meinem Gedächtnisproblem weiterhelfen? Nun, wie ich schon sagte, würde ich es bei den Eingeborenen versuchen. Solltet ihr hier dennoch jemanden finden, versprecht euch nicht zu viel davon. Denn ohne falsche Bescheidenheit gebe ich zu bedenken, dass mir die Funktion des Arztes obliegt. Okay. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Kennst du dich mit Idolen der Eingeborenen aus? Nun, die Gabe der Jadeschnitzerei ist mir nicht in die Wiege gelegt, falls ihr das meint. Solche Artefakte sind sehr selten und kostbar. Ich bin mir sicher, dass ein findiger Dieb mit so einem Idol reiche Beute machen würde. Aha, du weißt also, wo so ein Idol zu finden ist. Ihr wollt mir doch nicht etwa unterstellen, ich hätte solcherlei... Habe ich das gesagt? Ich dachte nur... Also, zurück zu eurer Ausgangsfrage. Wenn jemand weiß, wo man auf diesem Eiland etwas verstecken könnte, dann dieser Buddy. Sein Ressort ist die Wasserbeschaffung. Ergo verfügt er über einen detaillierten Wissensschatz in Bezug auf diese Insel. Vielleicht kann er ja etwas Interessantes zum Besten geben. Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Ach du Scheiße. Ich bin noch nicht gut genug. Ach du Scheiße. So gut bin ich auch nicht. Kannst du überhaupt was? Tränke brauchen, das ist scheiße. Oh, verbessert die Verträge noch mehr. Steigert sie um 50%. Was? Okay. Ne, das heißt Bullshit. Na gut, dann fragen wir mal doch lieber Buddy. Das ist doch scheinbar wirklich der Einzige, der mir darüber was sagen kann. Ey, du Stinker. Ich bin auf der Suche nach einem Idol der Eingeborenen. Und was habe ich damit zu tun? Na, vielleicht bist du genau der Mann, der mir dabei hilft, eins zu finden. Quatsch. Das Einzige, was ich finde, sind Fische in meinen Wasserfässern. Sonst nichts. Frag die anderen. Ich kann dir nicht helfen. Wir werden ja sehen, ob du mir was verheimlichst. Wegen dem Idol. Cunningham sagte, du kennst dich gut auf Kila aus. Dann weißt du doch sicher auch, wo jemand so ein Idol versteckt haben könnte. Ich kenne nur den Weg vom Lager zum Wasserfall.
Mehr weiß ich auch nicht. Colby sagt, du bist ein Experte, wenn es um verborgene Schätze geht. Glaubst du alles, was man dir sagt? Mein Schatz ist ein Fass voller Süßwasser. Mehr nicht. Warte mal, wir stellen mal die Mission kurz aktiv. Buddy. Hey, Harry. Weißt du, wohin Red verschwunden ist? Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ihn gesehen. Hat gesagt, er ist dann mal weg. Dachte, er muss mal hintern Busch. Ist bestimmt von den Viechern im Dschungel gefressen worden. Oder ist im Kochtopf der Eingeborenen gelandet. Schon mal ein Idol der Eingeborenen in den Händen gehalten? Oh, du bist doch nicht etwa neidisch auf meine kleine Perle? Was meine Hände mit ihr? Ich rede von einem Artefakt der Eingeborenen. Lass mich mal scharf nachdenken. Mir selbst ist noch keins in die Kajüte gepurzelt. Aber wenn du so ein Ding suchst, solltest mal Buddy fragen. Der legt immer was auf die Seite, um von den Jungs nichts auf die Fresse zu kriegen. Ich will etwas... Aha, so ist es also. Dafür bin ich nicht gut genug. Nicht mal dafür bin ich gut genug, cool sicher. Zeige mir, wie ich Schusswunden besser wegstecken kann. Alles klar. Ja, so geht das natürlich. Geil. So mache ich das natürlich immer. Na, wer fehlt denn noch? Den haben wir sowieso gefragt gerade. Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Quinn wahrscheinlich. Weißt du, wo hier auf Kila ein Idol der Eingeborenen versteckt sein könnte? Hast wohl gemerkt, dass ich ein gerissener Hund bin, was? Aber ich muss dich enttäuschen. Früher auf Antigua hatte ich alles im Blick. Aber hier sitze ich mir den Arsch breit und trinke mir einen auf die alte Zeit. Wirst dein Glück wohl woanders suchen müssen. Was? Komm. Messerstecher. Ja, das ist alles Müll, was der mir beibringen kann. Nur Idioten hier, die können mir nichts Vernünftiges beibringen. Ah, okay, Buddy. Wegen dem... Harry hat mir gesagt, du schaffst gerne mal was beiseite. Scheint so, als wüsstest du doch mehr, als du vorgibst. Mann, jeder Pirat legt was zur Seite. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich was über dieses komische Idol weiß. Sag mal, willst du mich verarschen? Drei Leute sagen mir, du bist der Richtige und trotzdem streitest du alles ab? Die Sache stinkt doch. Ich prügel es schon aus dir raus. Ich prügel es schon noch aus dir raus. Was? Wir können doch über alles reden. Nein. Ja, ich weiß, wo was versteckt sein könnte. Ob da natürlich dieses komische Idol vergraben ist, von dem du gesprochen hast, weiß ich nicht. Na, immerhin ein Anfang. Aber bevor du dir jetzt eine Schaufel schnappst, lass mich dir noch ein Angebot unterbreiten. Da ist doch sicher ein Haken. Da ist doch sicher wieder ein Haken bei der Sache. Kein Haken. Hör mir einfach zu, was ich dir anbiete. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Egal, für wen du dieses Idol suchst, ich biete dir 1000 Goldstücke, wenn du es mir bringst. 1000 Goldstücke? Ja, Mann. Woher ich das Gold nehme, lass mal meine Sorge sein. Also überleg's dir. Das ist wirklich ein guter Deal. Ganz vergessen. Wo soll ich nach dem Idol suchen? Als ich mir einen Eindruck von der Insel verschaffen wollte, bin ich auf etwas gestoßen. Bevor ich jedoch mit dem Buddeln beginnen konnte, musste ich umkehren. Einer dieser Eingeborenen war in der Nähe und ich hatte keine Lust, bei denen im Kessel zu landen. Nimm diese Karte. Dort habe ich das Versteck in der Nähe des Wasserfalls eingezeichnet. Aber vergiss nicht, eine Schaufel einzupacken. Zur Not klaust du dir eine von Booze. Ich meine, bei ihm irgendwo mal eine gesehen zu haben. Was hast du davon, wenn ich dir das Idol bringe? Eine Menge Asche natürlich. Für so ein Stück von den Eingeborenen machen einige Leute wirklich viel Gold locker. Und damit kann man sich dann manchen Traum erfüllen. Von den Weibern ganz zu schweigen. Na, tolle Weltanschauung. Dann gucken wir doch mal. Ein verschollener Schatz auf der Karte markieren. Gucken wir mal. Ist ja irgendwie klar. Wir müssen natürlich erstmal reingucken hier in dieser Plünder. Schatzkarte. Wo ist eine Schatzkarte?
Also zur Kunde. Schmackhafter Schinken, teilweise Liste. Zarte Muscheln, aromatischer Wein. Kaputtes Schwert. Griff von Sphärendorn. Ach genau, den wollten wir ja schmieden, ne? Den Sphärendorn. Müssen wir mal gucken. Wo ist die scheiß Schatzkarte? Oh, das Rest. Rot-schwarzes Herz. Na, sammel. Nee. Übrigens, wir können hier auch mal. Das kann kurz dauern. Ja, das. Ich hoffe, ihr hört mein wildes Rumgeklicke nicht. Den zeige ich, den zeige ich. So, weiter geht's. Letzte Worte, Notiz, Geheimnis, der Piratenkodex, Expedition, Piratengeschichten. Ja, ihr wollt mich verarschen, oder? Aber wollt ihr mich verarschen? Wo ist jetzt die Dings? Geil, jetzt darf ich da hinlatschen. Mega. Toll. Wie immer. Komm bloß mit bei uns. In unsere Ruhe. Übrigens, wir haben noch nicht mal all unsere Fähigkeiten ausprobiert. Müssen wir ja unbedingt auch noch machen. Wäre ja sonst viel zu langweilig. Wenn wir schon gute Piraten sind, dann müssen wir auch mal ein bisschen auf Putz hauen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir skillen sollen. Ist ja auch nicht so leicht bei dem ganzen Zeug, was wir haben. Da muss ich noch gucken. Vor allem, wie effektiv die Voodoo-Magie ist, werden wir noch sehen. Momentan haben wir 50 Voodoo-Magie. Allein durch unsere alten Amulette und sowas. Ich hoffe, ich gehe auch hier gerade den richtigen Weg lang. Müsste eigentlich. Das Spiel des Wassers ist geradezu hypnotisch. Ach, Schnauze, Bones. Über das Wasser kannst du dir später Gedanken machen. Ja, sogar richtig gelaufen. Cool. Ja, nochmal schnell was essen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Jo. Was ist denn das? Oh. Na, okay. Der backt da noch ein bisschen rum. Lassen wir ihn mal. Kann in Ruhe machen. So, wo ist der Schatz? Hm? Natürlich werden wir den Eingeborenen das Ding wieder zurückbringen. Also, der Anreingeborene ist aber echt extrem weit weg, muss ich jetzt schon sagen, ne? Weil da hat sich Buddy keinen großen Gedanken drüber gemacht. Gold, kostbares Idol, alter Brief. Gut, wir gucken mal auf die Karte. Yep. So, eins mache ich natürlich noch, Plünder, dieser alte Brief. Ich bin der König der Diebe. Heute habe ich den vertrottelten Engborn eines ihrer wertvollsten Stücke geklaut. Haben sich ohne Schwierigkeiten von mir aufs Kreuz legen lassen. Bevor mir aber jemand das Ding klaut, vergrabe ich es besser auf der Insel. Muss mich auf jeden Fall von diesen Einfallspinseln versteckt halten. Fühle mich komischerweise beobachtet, aber so geht's wohl jedem, der auf dieser Insel. Gezeichnet Blackjack. Okay, von mir aus. Gut, jetzt wissen wir auch, wer dieses tolle Idol geklaut hat. Die Quest gehen wir noch schnell ab.
und dann werden wir uns. Ich habe euer Idol gefunden. Uwamba, du hast es tatsächlich geschafft. Hoshi, du bist ein Zeichen der Hoffnung. Die Hike selbst müssen dich erwählt haben. Mit ihrem Segen ist es mir gestattet, dich ein geheimes Voodoo zu lehren. Mit diesem Segen wirst du dich vor Angriffen schützen können. Deine Gegner werden dieselben Schmerzen erleiden wie die, die sie dir zufügen. Okay, gut, bevor wir auf die Suche nach unseren Erinnerungen gehen von Red, der uns irgendwie verarscht hat, denke ich mal, machen wir einen Schnitt und ich melde mich beim nächsten Mal wieder. Das heißt, bis dann und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 3. Ciao!